Jo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 19 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und nach der letzten Partie im European International Cup gegen den FC Barnsley, dass wir 1-0 gewonnen haben, kommen wir heute zur zweiten Partie dieses Cups. Und zwar, es geht gegen den FC Lugano. Lugano, ja, genau. Müsste ein italienischer Verein sein. Wir machen mal weiter hier. Und ich bin mal gespannt. Ach, Leihangebot für sie, was, ey. Geh mir nicht auf die Nerven. Angebot ablehnen, natürlich. Gut. Weiter geht's. Das zweite Spiel, das wird jetzt als Auswärtsspiel gewertet. Ja, geile Trikots hier. Wir werden rot spielen, wir lassen die Aufstellung wie sie ist. Ja, klasse. Hey, das gibt Bonuspunkte. Exzellent, super. Auch nicht schlecht. Gut, wir gehen ins Spiel, in die Partie. Zweites Spiel in dieser Vorbereitungsrunde gegen den FC Lugano. Lugano, also Schweizer sogar. Ja, gut. Sorry, habe ich mich aber schwer vertan hier. So, los geht's. Wir spielen von rechts nach links in den rot-weißen Trikots. Lugano beginnt mit dem Anstoß. Sievers zu Sternberg, Sternberg zu Albeck. Im Line Dick. Dick passt rüber zu Thiele. Löhmanns Rüben. Ah. Schade. Pass kam nicht an. Jetzt Lugano wieder am Zug. Uiuiui. Sehr schön aufgepasst von Dick. Ah, geht dann nämlich. Gibt Einwurf für Lugano. Sehr schön, Albeck. Klärt den Ball erstmal weg vom 16er. Aber der Ball ist noch heiß. Lugano am Drücker. Jetzt aber wieder. Kommen wir aus dem 16er nicht mehr raus. Ja, das wird es jetzt wahrscheinlich öfters geben hier auf dieser Einstellung. Weltklasse-mäßig. Sternberg jetzt. Zu Biada. Biada zu Thiele. Ach, ist einfach nicht schnell genug. Hätte können jetzt eigentlich schon mal wegziehen. Ja, Kraus passt da gut auf im Mittelfeld. Und Ball ist auch schon gleich wieder weg. Ach, was ein Gebolze. Jetzt vielleicht nur. Ach! Verspringt der Ball von der Brust weg. Schade. Schön gedacht. Schlecht ausgeführt. Vorsicht. Kriegt er den Ball noch? Ja, er kriegt also. Ach, ei. Ein Zug zu Albeck. Albeck ist nur zu Hämlein. Ah, der verliert den Ball schon wieder unnötig. Da hat sich Ball so weit vorgelegt. Jetzt vielleicht mal über die rechte Seite. Nehmen wir ihn jetzt mal ein bisschen, wenn es schnell geht. Jetzt flankt er mal rein. Ach, der Ball geht gleich wieder zum Gegner. Kommt er nicht mal zum Torschuss.
Schuss! Tor! 35. Spielminute! Ja, und dann noch vorher alle! Timing Perfection! 1:0 in der 35. Spielminute! Schöner Treffer! Einfach mal abgezogen außerhalb vom 16er. Ja, war an der Grenze. Torwart macht los. Das war ein Strahl von Albeck. Ah, schön. 1:0 für der erste FC Kaiserslautern gegen den FC Lugano. Oh, sehr schön aufgepasst. Die Fehlpässe hier, die Rate ist viel zu hoch, finde ich. Oh, 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 Vorsicht, aufpassen. Lugano kommt. Schön aufgepasst, aber schon wieder der Fehlpass. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Abseits. Gibt Freistoß für den FCK. Ein bisschen Ruhe ins Spiel bringe. 44. Spielminute und schon wieder der Ballverlust. Durch einen unkonzentrierten Pass im Mittelfeld. Schön gespielt, aber der Ball ist schon wieder weg. Da kommt kein Pass mehr richtig an. Die einfachste Pässe, die gelingen nicht. Und da ist der Halbzeitpfiff, steht 1:0 in der Halbzeitpause für den ersten FC Kaiserslautern. In einer doch recht, ja, zähen Partie, würde ich jetzt mal sagen. Wir wechseln mal aus. Hämlein raus für Pick. Diesmal stellen wir den auf die rechte Seite und wir holen mal Kühlwetterin für Biada. Weiter geht's. Anstoß. Wir spielen von links nach rechts in der zweiten Hälfte dieser Partie. Dick am Ball. Zu Pick. Pick wieder zu Dick. Das reimt sich sogar. Und dann schon wieder der Fehlpass. Die einfachste Dinger gelingen einfach nicht mehr. Weiß nicht warum. Ja. Damit er der Ball weg. Vorsicht! Sie war es ja da gewesen. Die Einstellung ist auch neu beim Abstoß, gell? Wenn ich mich nicht irre. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die findet, die Einstellung. Und Vorsicht! Gefährlich! Aus der Ferne, einfach mal drauf gezielt aufs Tor. Volley genommen, den Ball. Ja, ganz knapp am Tor vorbei. Da wäre sie was nicht mehr dran gekommen. Ach, ich laufe danach direkt in den anderen mit dem Balle. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Jetzt Kühlwetter vielleicht mit dem nächsten Schuss, aber da geht das Ding über das Tor, Mensch. Dunderer Keil und mal, der muss drin sein. Ach, schade. Rutscht dann über den Spann. Kommt in Rückgelage und dann schießt er das Ding über das Tor. Glück für Lugano. Steht nach wie vor 1:0 in der 60. Spielminute dieser Partie. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Und. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Weg damit. Und schon wieder Fehlpass. Was auffällt, die Fehlpässe. Wenn sie kommen, kommen sie genau auf den Mann vom Gegner natürlich. Schön aufgepasst, abgeblockt, Vorsicht, und da ist er drüber.
Meine Fresse, da haben wir wieder Glück gehabt dabei. Erster Wechsel. Gegner wechselt aus. Und wir mit dem Abstoß. Sievers zu. Raus. Raus zu. Gegner. Gibt's nicht. Du kannst nicht einmal richtig passen. Gegner ist gleich dazwischen. Nächster Wechsel des Gegners. Oh. Aufpasse. Schön gespielt. Jetzt vielleicht mal aus der Ferne nochmal Schuss. Aber Torwart ohne Probleme. Helden. Souverän. Die Flanke kommt nicht genau an. Jetzt Lugano am Zug. Aber der Ball geht ins Leere. Vorsicht! Meine Fresse, weg mit dem Ding. Ja, dort kommt dann natürlich nicht an den Gegner der Ball, wenn er Fehlpass macht. Ja. Vorsicht! Vorsicht! Und da steht es 1-1. Ach, unnötiger Ballverlust im Mittelfeld und natürlich dann auch gleich durch Junior verwandelt in der 83. Spielminute. Ach, ärgerlich. Ja, da kommt die Abwehr nämlich nicht dran. Da spielt er sich gut frei. Kann sich die Ecke quasi aus. Sievers natürlich chancenlos. Steht 1-1. Mist, hat sich schon angedeutet. Mit den ganzen Fehlpass. Mensch, 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 Mensch. Ich was amisch hier. Schuss und... Ach, schade. Schön gemacht. Leider erfolglos. Oh weh, Vorsicht, Vorsicht. Geblockt. Sie was hatten. Das wäre jetzt nochmal gefährlich, oder? Und da ist das Spiel aus. Endstand 1-1 gegen Lugano. Unnötig. Aber naja, immerhin ein Punkt. Nächstes Spiel wird natürlich entscheiden, ob wir weiterkommen oder nicht. Und ja. Lasst mir einen Daumen nach oben da, seid ihr neu auf dem Kanal. Vielleicht auch ein Abo. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Spiel. Ich sag mal tschüss. Euer Chris. Macht's gut.